Hallo meine Lieben, ich will gar nicht so viel rumreden. Ich habe mich dazu entschieden, euch jetzt erstmal zu zeigen, was wir heute Schönes gemacht haben. Und im zweiten Video oder im zweiten Teil werde ich dann den Wochenrückblick machen. Also bleibt gespannt, viel Spaß bei dem ersten Video und bis demnächst wieder. Hallo meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen. Wir sind jetzt hier am Wolfcenter. Und wir nehmen euch mal mit. Ja, hier könnt ihr alles bekommen, was das Herz begehrt. So, hier ist eine Dauerausstellung, Faszination Wolf. Da könnt ihr dann so quasi mit rein. Das gehört mit zum Eintritt dazu. Ihr habt ihr dann die Möglichkeit auch mal anzufassen, wie sich so ein Wolf anfühlt. Hier könnt ihr dann mal gucken, Größe, Informationen über alles, Aussehen, Größe, Fell. Körperbau. Ganz viele interessante Informationen hier. Und wie alt werden sie? Über 16 bis 13. Schöner wäre, wenn das auch altersgerecht in einer anderen Höhe wäre, aber damit die Kinder das auch hören können, haben sie es ein bisschen tiefer angebracht. Das ist ein
sich was wundern, wenn er sich nicht mehr hat. Vom Wolf zum Hund, ja. Wohl wahr. Das Wolfskacker. Das ist ein, der Schädel von einem Goldschakal. Da, genau. Europäischer Grauwolf. Und Collie. Deutscher Boxer. Und Akita Inu. Auch ein Hund.
Der dann schon mal gucken, ob ihr einen Wolf seht. Schon mal ins Gehege reinschauen. Scheinen aber momentan nicht da zu sein. FO30 war Fütterung. Ich denke mal, die sind ein bisschen faul heute. So, dann hören wir uns mal die Wolfslaute an. Fauchen und heulen. Schaut. So, hier einsames Heulen. Tage Tragezeit und dann meistens sind sie im Winter schwanger und 4 bis 6 Junge. Süß. Ihr habt ja noch einen Filmraum, da könnt ihr euch dann entsprechend Sachen anhören, Film anschauen über Wölfe. Hier haben wir eine Wolfsgrube. Na, oben schön zugedeckt, Kadaver oder nicht Kadaver, aber Tierchen rangehangen. Das ist eine kleine Ziege, ein Ziegenbaby da oben, damit der Wolf auch schön in die Falle geht. Hier kann man das noch mal ein bisschen besser veranschaulichen und sehen. Schaut mal hier. Richtung. Sorry Leute, jetzt. Kann man nochmal eine Wolfsfalle sehen? Ja, schaut mal.
gucken, wie ich euch das am besten zeigen kann. Ich glaube, so kann man es am besten sehen. Jetzt starten wir mal mit unserem Rundgang hier. Ich bin sehr gespannt. Ich werde, glaube ich, während des Rundgangs nicht ganz so viel berichten oder erzählen. Ich glaube, ihr könnt das alleine besser wahrnehmen und seht wohl auch, was da gerade passiert oder auch nicht. Aber erstaunlich, schaut euch das mal an, wie echt die Viecher aussehen. Ne? Hier. Irre. Auch die Wölfe. So gut präpariert. Sieht aus, als wenn der sich gleich bewegt und die Schnauze rüberdreht zu uns, oder? Könnt ihr ihn sehen da? Moment. Ich versuche nochmal ein bisschen besser ranzukommen. Da. Da ist er. Ich habe schon zwei gesehen jetzt. Hey, schaut mal, wenn ihr Bock drauf habt und euch das leisten könnt, das ist schon, ich glaube, ziemlich heftig, ich muss nochmal nachgucken, könnt ihr euch ein Zimmer im Baumhaushotel mieten, direkt über dem Wolfsgehege. So, jetzt gehen wir mal mit euch hier den Turm hoch. Es gibt zwei Türme, wo man hochgehen kann. Aiden muss natürlich vorgehen. Zurzeit gilt Waldbrandstufe 2. Das ist im Abwasch an der Schuhferge. Oh, schaut mal. Da ist er. Seht ihr ihn? Da. Oder sie, ich weiß nicht genau. Ohrröggel, der hohe, das ist der Mann. Online. Und online? Ja. Oma, er hat keine Lust auf sie, ist abgehauen und sie läuft jetzt, trottet jetzt langsam hinterher. Schaut mal hier, der ist auch hübsch. Ah, das ist ein Dala. Dala und Kimo. Also Männchen und Weibchen zusammen. Ich vermute mal, dass hier vorne ist das Weibchen und der Mann liegt da hinten faul in der Ecke. Guckt, da. Der passt auf, dass nichts passiert. Jetzt hat sie uns den Rücken zugedreht hier, schaut mal. Masha'Allah.
Na, kommt der jetzt auch her? Schauen wir mal. Ich glaube, er überlegt nur ein bisschen. Nee, doch keine Lust. Schaut mal, wie bei Hunden, ne? Die beiden. Der eine wackelt mit dem Schwanz. Und sie beobachtet das Ganze hier. Das kann man auch hören. Hört ihr das? Er knurrt. Oh, falsch gedacht. Schaut mal, das sind Levi und Matja. Das sind zwei Rüden hier in dem Gehege. Dann war das Geknurre nicht, weil sie sich lieb haben, sondern Dominanzverhalten. Wer ist der Stärkere von beiden wohl? Schaut mal, die beiden Hübschen kommen jetzt. Ne, doch, kommt nur einer. Mashallah. Wow. Hübsches Tier. Oh, jetzt macht sie ihr Geschäft. Ups. Ja, mal schocht. Wie eine Katze.